Hallihallo, herzlich willkommen zurück zum Bergbauindustrie, die Wirtschaftssimulation oder Mining Industrie Simulator. Ja, also ich habe keine Ahnung, wo wir stehen geblieben sind. Ihr müsst wissen, die drei Videos, wo ich hochgeladen habe, die habe ich vor einer ewig langen Zeit aufgenommen. Und ja, deswegen habe ich eigentlich keine Ahnung, was wir machen wollten. Mal gucken, wo es hängt. An der Veredelung. Okay, da geht noch circa 1000. Transport ist gut ausgelastet. Wartung auch, Sicherheit, Behördenmeinung. Ich glaube, wir wollten P abbauen. Bin mir aber nicht mehr sicher. Was haben wir für Verträge? 4er. Bin mal so schlecht. Den können wir doch mitnehmen. Ach, unterzeichnen wir mal. Okay. Aktive Verträge. Drei Verträge. Aktiv. Statistik mal gucken. Nee. PR, wo gucke ich PR? Da genau, PR. Ach, genau hier. Öffentlichkeit. Aktuell. Dann gucken wir mal da. Bisschen drauf. Dass wir auf die 360 kommen. Dass wir da ins Plus gehen. Behördenmeinung. Hier können wir da mal 62. Nee, Marek, dann gehen wir da weg. Behörden 400 lang durch. Behörden interessieren ihn nicht. Ja, genau so will ich das haben. Gehen wir hier auf 365. Ist ja lang. So. Dann haben wir hier Lieferverträge Stufe 4 verfügbar. Finde ich gut. Unternehmen, Handel. Gucken wir mal beim Handel. Freier Markt. 4,45 € ist okay. Fällt wieder. Und die Verträge brauchen wir nicht. Können ja mal Produktion reinschauen. Unternehmen erweitern. Wo habe ich gesagt, wegen Veredelung. Tun wir lieber nochmal in Sicherheit. Weil Sicherheit ist eh günstig. Von dem her. Oder Personal. Ich könnte ja nochmal. Ich hole mal nochmal einen Personalcontainer. Ist jetzt auch nicht so teuer. Okay. Okay, habe ich gesagt. Ich habe okay gesagt. Wartung. Nee, haben wir genug. Sicherheit. Holen wir gerade noch hier ein. Und dann lassen wir die Zeit mal weiterlaufen und gucken mal, was passiert. Hauptsache Produktion lässt nicht nach. Bestand, Produktionsübersicht. Okay, ich glaube, jetzt sind alle Verträge am Laufen. Okay, doch nicht. Jetzt machen wir wieder. Lager füllen. Ach verdammt, das wollte ich nicht wegklicken. Ich klicke das immer so schnell weg, wenn es so schnell abbaut. Uha. Nicht gut. Sollen wir den mitnehmen? Ach, den nehmen wir jetzt noch mit. Sicher ist sicher. Wir haben ja den noch eine Weile. Der läuft ab 6. Januar. Wie lange geht denn der? 9. Mai. Oh, der ist okay. 31. März, 4. Juni. Okay, nicht schlecht. Hey, wieso machen wir Minus? Hey, wieso machen wir so viel Minus? Ich hab doch gute Lieferverträge am Laufen. Okay, das verstehe ich jetzt nicht ganz. Ja, genau, faires Miteinander. Wieso machen wir so viel Minus? Einnahmen pro Monat.
verstehe jetzt so ziemlich ganz. Wir machen so viel Minus. Hey, das kann doch gar nicht sein. Ich hab doch... Scheiße, ich geh pleite hier noch. Schnell alles raushauen. Ich brauch Geld. Aber ich hatte doch voll viel. Ja, das verstehe ich jetzt nicht ganz. Egal. Mal gucken, dass ich an Geld komme. Jetzt ist schon gerade mein Mikrofon hochgerutscht. So, verkaufen wir mal. Hoffentlich steigt der Preis wieder. Ah, der steigt doch schon wieder gut an. 4 Euro. Wir machen Plus. Okay. Das langt jetzt erstmal als Plus. Ich habe einen Jahresgewinn von 101, aber ich mache trotzdem Minus. Verstehe nicht. Egal. Schreibt mir auch mal bitte unter die Kommentare, wie ich von der Lautstärke her bin, also vom Mikrofon. Ablehnen. Weil, ja, meine Dings, also mein Mikrofon, habe ich jetzt ein bisschen weiter hin, so als, wie heißt denn das? Ja, keine Ahnung, wie das gerade heißt. Um 6 Euro hoch. Na, warten wir noch ein bisschen. Und verticken. Haben wir genug Schotter. Mein neuer Liefervertrag ist verfügbar. Mal gucken. Ja, die haben wir noch am Laufen. Okay, der ist gut. Warten wir mal. Vielleicht kommt noch ein besserer dazu. Jetzt drücken wir den Preis wieder runter. Mal langsam machen und verkaufen. Mach ich Plus? Ah ne, ich mach Minus. Verdammt. Schnell unterzeichnen. Es wäre jetzt dumm, wenn wir den nicht mitgenommen hätten. Okay, schnell noch was verkaufen, Preis voll runterdrücken. Nein. Nein! Oh Mann, ich hätte nicht so viel verkaufen sollen. Oh Mann, das gibt's doch nicht. Ey, das ist doch scheiße. Gerade der neue. Jedes Mal, obwohl ich eigentlich Plus mache. So scheiße. Hätte ja auch klappen können. So, die neue World Wide Wild. Sanktionen. Russland radiert die EU von den Landkarten. Ja gut. Ich sehe sie aber noch. Oder? Nö. Die ist ja weg. Hier ist doch normalerweise Europa. Oder warte mal. Ah, ich erkenne sie richtig, aber ich meine hier fehlt's. Normal müsste doch hier Italien sein. So wie mit dem Stiel da. Dann hier Spanien, Großbritannien, Island. Fehlt doch alles. Naja, könnte mir auch egal sein. Ich wohne ja nur in Deutschland, aber sie sind ja die Russen. Die machen eh, was sie wollen. Okay. Was können wir als nächstes machen? Sparen. Mal gucken. Öffentliche Meinung geht ganz schön hoch, Marktmeinung auch. Unternehmensübersicht. Also Personal haben wir momentan genug. Wartung auch. Sicherheit haben wir auch sehr viel. Public Relation haben wir auch viel. Sag mal, aber ich mache hier Minus ohne Ende, das gibt's doch gar nicht. 75 vom Marktwerk. Marktwert. Oder? Ja. China will nicht in die EU. Option 51. US-Bundesstaat. Okay. Wie kann ich am Plus... Nee. Das gibt's doch nicht. Markt.
So langsam nervt's aber. Ständig geht einem die Kohle aus. Jawohl. Geh hoch. Jetzt können wir mal ein bisschen sowas verkaufen. Weg mit. Weg mit. Weg mit. Verkaufen. Verkaufen. Weg mit. Schön plus machen. Machen wir noch einmal. Nee, nochmal. Ach komm, Danger, Danger. Nochmal. So, kurz nach dem Vertrag gucken. Den nehmen wir mit. Okay. Ach, nehmen wir den auch noch mit. Ach komm, ich nehme jetzt mal. Warte mal. Nicht, dass ich hier schon wieder zu viele Verträge habe. Okay. Das könnte hinhauen. Indem ich jetzt nichts mehr frei verkaufe. So, neue Zeitung. Die EU will China als neues Mitgliedsland. Ach, da kam doch gerade wieder was, dass sie es nicht wollen. Also, China. Kohle haben wir, wir können uns eine neue Veredelung kaufen. Dann können wir wieder Plus machen. Okay, wir machen gerade minimal Minus. So, hier Kies. Machen wir wenigstens hier Plus. Ich glaube, wir machen minimal. Aber wirklich minimal Plus. Produktion Unternehmen erweitern. Achso, sollen wir wegklicken. Veredelung war es. Ne, dass ich jetzt hier eine neue Sammlung kaufe. Das bringt mir nachher gar nichts. Veredelung. Was haben wir? Die kann ich aber auch nicht mehr. Also sollen wir lieber auf so eine kleine Aufbereitungsmaschine sparen. Kostet halt doppelt so viel. Oder ich spule nochmal eine. Die kostet aber auch 350. Die hat die gleiche Leistung. Also fast die gleiche Leistung. Dann würde ich sagen, holen wir die. Ach komm, das wird ja. Bisschen Sicherheit. Nee, nicht Sicherheit. Ah, Vatikan, okay. Fußball-WM. Also, Leute, falls ihr die nächste Fußball-WM gucken wollt, dann könnt ihr zum Vatikan fahren. Ich hole mal noch Personalcontainer. Zwei Stück müssten lang. Momentan mache ich ja noch Plus. So. Sicherheit nehmen wir auch nochmal dazu. Ich gehe lieber nochmal auf doppelsicher. Nicht, dass nachher noch eine Maschine ausfällt. Und wie wir schon bemerkt haben, oder weiß gar nicht. Ach, wir machen wieder Minus. Ach, herrlich. Wie immer halt. Okay, jetzt haben wir keine Lieferträge mehr. Oh, ich habe Errungenschaft freigeschaltet. Den Versorger. Okay, Punkt der Mal. Ach du Scheiße. Habe ich noch aktive Verträge? Das ist der einzigste. Oh Gott. Da geht ja gar nichts mehr. Da muss ich hier am freien Markt verkaufen und ins Plus kommen. Und hoffen, dass wir gleich mal wieder hier ein bisschen bergauf gehen. Wenn wir die neue Veredelung haben. Können wir auch mal mehr. Danach können wir Lager ausbauen. Ihr könnt mir auch mal in die Kommentare schreiben, was ihr machen wollt. Ich produziere jetzt keine Folgen mehr vor und deswegen können wir das eigentlich theoretisch so machen, dass ihr auch mitentscheiden könnt, was ich jetzt mache. Damit ich nicht so alleine bin. Das soll ja auch für euch interessant sein. Und nicht nur für mich hier spielen. Es soll euch auch amüsieren beim Zugucken. Deswegen könnt ihr ruhig mal in die Kommentare schreiben, was ihr so machen wollt. Und ja, noch eine Pause. Dann würde ich sagen, für diese Runde war es das wieder mal. Bis zum nächsten Mal. Ciao.